Der Ledersitz eines Vorkriegsfahrzeugs ist rissig und völlig ausgetrocknet. Daher muss ein neuer Bezug angefertigt werden. Der Sitz wird aufgetrennt und von den Teilen des Sitzes eine Schablone angefertigt. Die Sitzfläche besteht aus drei Teilen: den Leder an der Oberseite, einem Leinenstoff auf der Unterseite und Schaumstoffstreifen für die einzelnen Tunnel. An den Rändern der jeweiligen Zuschnitte wird noch etwa 2 bis 3 cm Rand hinzugegeben. Die Linien für die einzelnen Tunnel werden auf der Lederrückseite und auf dem Nesselstoff eingezeichnet. Die Schaumstoffbahnen sind so breit geschnitten, dass sie in den Tunnel passen. In unserem Fall sind die Tunnel 8 cm breit, die Schaumstoffbahnen etwa 7,5 cm. Die Sattlerarbeiten werden in unserem Fall im Makerspace in Garching bei München durchgeführt. Hier kann man nach einer kurzen Einweisung und nach Zahlung eines Mitgliedbeitrags selbstständig an den Industrienähmaschinen eigene Projekte durchführen. Es befindet sich eine Overlock-Maschine, Industrienähmaschine und Ledernähmaschine vor Ort. Nachdem die äußerste Naht durchgenäht wurde, wird ein Schaumstoffstreifen auf den Nesselstoff aufgelegt. Das Leder wird über den Schaumstoffstreifen gezogen und die beiden Streifen aneinandergelegt und fixiert. Damit das restliche Ledermaterial nicht stört, wird es zusammengerollt und mit einer Klammer fixiert. Nachdem die gesamte Länge fixiert wurde, wird an der Ledernähmaschine die Bahn so eingesetzt, dass die Nadel etwa 2 bis 3 mm neben dem Knick entlang der Linie läuft. Am Anfang und Ende wird die Naht noch einmal zurück und wieder vorgeführt, damit sich die Naht nicht löst. Während des Nähens wird durchgehend darauf geachtet, dass die beiden Linien weiterhin aufeinander liegen. Deshalb wird die Naht nicht zu schnell genäht. Der erste Tunnel ist nun fertig. Nun wird die zweite Schaumstoffbahn angelegt und das Leder wieder mit dem Nessel fixiert. Dazu wird wieder die Lederoberseite zurückgeklappt und die beiden Linien aufeinander fixiert. Nun kann auch diese Bahn durchgenäht werden. Dieser Vorgang wiederholt sich immer wieder. Stückweise entstehen so die einzelnen Tunnel für die Sitzfläche.